In diesem Video zeigen wir euch, wie man eine solche Ablaufrinne ganz einfach in eine Pflasterfläche selbst einbauen kann. Diese ist dann ideal geeignet, um überschüssiges Wasser von dieser abzuleiten. Hierbei zeigen wir euch Schritt für Schritt detailliert, wie solch eine Montage abläuft. Gefällt euch das Video? Dann lasst doch gerne ein Abo da, denn nur so verpasst ihr keine neuen Inhalte. Angeschlossen wurde diese Ablaufrinne an einem selbstgebauten Sickerschacht, wo das Wasser versickern kann. Hierfür haben wir KG-Rohre verwendet. Um das Zusammenstecken der Rohre zu vereinfachen, haben wir hier Gleitmittel vom Fachhandel verwendet. Hierbei ist es wichtig, kein Fit oder andere Haushaltsmittel zu verwenden, da diese nämlich die Gummidichtung mit der Zeit angreifen und spröde machen. Anschließend konnte das Ganze zusammengesteckt werden und ausgerichtet werden. Hierbei muss auch auf die Ablaufrichtung der Rinne geachtet werden. Dies ist auf jeder Rinne mit einem kleinen Pfeil gekennzeichnet. Der Hohlraum unter der Abflussrinne wurde mit viel erdfeucht angemischt Beton verfüllt. Dieser wurde auch gleich mit einem Gummihammer angestampft, sodass das Ganze schön stabil wird. Regelmäßig wurde kontrolliert, ob die Ablaufrinne auch an der Schnur anliegt, welche wir einige Arbeitsschritte zuvor gespannt haben, um uns so die Arbeit zu erleichtern und ein sauberes Gesamtbild zu bekommen. Um das Abkippen der Rinne zu kontrollieren und gegebenenfalls zu korrigieren, haben wir hier eine kleine Wasserwaage aufgelegt, um so das Ganze auszurichten. Der restliche Beton an den Seiten wurde dann versiegelt, sodass kein Wasser eintreten kann und dieser im Winter kaputt frieren kann. Auch wurden die Gitter entfernt und die Rinne von überschüssigem Beton gereinigt. Um zu verhindern, dass Verschmutzungen in die Abwasserleitungen gelangen und diese eventuell verstopfen können, wurde hier der Einlauf versiegelt. Dann konnte auch schon das nächste Ablaufrinnensegment eingebaut werden. Dies wird mit einem Stecksystem miteinander verbunden. Auch hier wird dieses Segment an der Schnur entlang ausgerichtet. Nochmals das Ganze mit einer Wasserwaage kontrollieren und schon konnte Segment für Segment so eingebaut werden. Passend zugeschnitten haben wir das Ganze mit einem großen Winkelschleifer. Dies ging einwandfrei und ohne Probleme. An den Enden wurde hier solch eine Endkappe durch Einklicken in die Ablaufrinne befestigt. Am nächsten Tag haben wir die Fugen mit Silikon abgezogen, sodass diese wasserdicht verschlossen sind. So wurde die Endkappe auch abgedichtet. Anschließend wurden die Auflagegitter wieder eingelegt und wir konnten die Pflasterfläche anarbeiten. Hier findet ihr noch weitere Videos, die euch bei eurem nächsten Bauprojekt behilflich sein können. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuschauen, würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.